So, wir kommen zurück zu Stalker Shadow of Chernobyl. Ah, wieder mal ein paar schöne Farben. Das ist ja herrlich, ist das hier. So, aus ein bisschen unternehmen. Ja, was müssen wir tun? Wir waren ja letztes Mal in der inneren Zone. Und da haben wir ja schon gemerkt, extreme Strahlungsverhältnisse. Wird auch langsam knapp. Da muss man ein bisschen was erledigen. So, wie sieht es denn aus mit uns da? G36 da. Zustand. Ja. Ist ja noch schlechter. Die ist ungefähr gleich. Wird nicht besser. Wird nicht besser. So, haben wir etwas gegen Strahlung. Strahlung minus 20. Ja, mal schlecht. Da nehme ich aber hier. Das können wir verkaufen. Das Teil können wir auch verkaufen. Das nehmen wir gleich mal mit. Was haben wir denn hier? Eine Granate für den Granatwerfer. Den Bulldog. Ach, die lasse ich mal hier. So. Ja, dann gehen wir mal wieder mal zum Wirt zurück. Oder laufen wir besser gesagt. Ich höre hier schon ein Schwein. Okay. Er zieht sich schon zurück. Sollte mir recht sein. Ja, dann packen wir uns mal wieder voll und dann nächstes Mal dann wieder rein. In den inneren Kreis der Zone. Jetzt bin ich aber falsch. Da muss ich lang. Wir wollen ja nicht ins Lager der Freiheit. Da wären wir natürlich falsch. Nein, wir müssen nicht zum Wirt. Wer nichts wird, wird Wirt. Ach, unendlich sprinten. Ach, das ist schön. Strahlung! Alalala, alalala. Sehen, ob der eine da vorne wieder durchdreht. Ja, der dreht wieder durch. Ja, soll er mal weitermachen. Gleich wieder den kurzen Cut und uns gleich auf der anderen Seite wiedersehen. So, weiter geht's. Über das Fernglas hier. Was soll ich denn damit? Okay, ja, jetzt komm. Weiter hier. Ihr Standbild, da hat ihr schon. Lalalala. Ah, ich war der Slalom hier. Ja, wir sind eh schnell unterwegs, also. Könnt's natürlich auch rausschneiden, aber nö. Wäre ja langweilig, sonst wird's wieder laut. Ich sagte, komm rein! Ich sagte, komm rein! Steh da nicht rum! Das sag ich doch. So! Da kannst du nicht rein! Will ich auch gar nicht. Wird! Ich schätze, das ist Schicksal. Handeln! So! Oh, der hat ja ein paar nette Sachen hier. Was ist das? Panzeranzug. Prototyp einer Armeepanzerung. Das ist ja mal sehr nett, das Teil. Das hier, gepanzerter Kampfanzug. Aber ich würde sagen, wir bleiben. Ja, okay, Preis her. Wir laufen eigentlich mit der billigsten rum. Naja, egal. So, mal hier. Eine. So, dafür kannst du haben. Gepresstes kannst du haben. Du kannst haben Gravit. Du kannst haben Tropfen. Was für ein mieser Überfall. Du kannst haben Dorn. Den Rest behalten wir. Was haben wir hier noch? 762er. Okay, Scharfschützenmuni. Und die lasse ich auch. Ja, so. Respektierst du mich? Handel. So, bis dann. Komm, wie ist die Lage? Für Leute wie dich habe ich immer was Interessantes. Da müssen wir auch noch Munition drin haben. Ja, da haben wir noch Panzerbrechende drin. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Die nehme ich einfach mal mit. Das
So, ich lasse dafür aber mal hier die 939er. Meine Informationen könnten nützlich für dich sein, Stalker. Lass ich mal hier. Trinken wir noch mal so, Scharfschützenmunition mit 939er lasse ich hier. Aber Strahlenschutzmunition. Machen wir gar nicht mehr. Komm her, für Leute wie dich habe ich immer was Interessantes. Oje, oje, okay, hier hätten wir noch einen Ökologenanzug. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Неужто завязывать пора? Опять сапожищи хреновые подсунули. Что у них совсем совести нет у этих? За неделю подошли гоплык. Позбивались тут в стае. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас обзорят, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, человека им шлепнуть, что высморкаться. Опять сапожищи хреновые подсунули. Что у них совсем совести нет у этих? За неделю подошли гоплык. Für unsere Verhältnisse in de, eben da drinnen. In der inneren Zone. So. Haben wir es dann? Ich würde sagen, ja. Komm her. Für Leute wie dich. So, Alex braucht noch Munition hier und er hat noch Munition. Deswegen tue ich jetzt mal ganz kurz hier speichern, neu laden, dann hat er nämlich wieder neue Munition. Also bis gleich. So, neu geladen. Jetzt müsste eigentlich wieder neue Munition haben. Ja, sehr schön. Ah, das funktioniert. So, dann haben wir knapp Handel. Da hätten wir noch Strahlenschutzmittel, aber wir haben eh den Anzug mit, wir haben das Artefakt mit. Dann brauchen wir das eigentlich nicht mehr. Dann haben wir knapp wieder über 600, 700 Schuss. Ja, das passt. Was braucht er denn? Artefakt Fleischkrümmen. Fleisch ausstellen. Haben wir da irgendwas? Да если мы еще хабара не хуже. Завязывай с зоной нахрен. Aber Fleischauge? Was ist denn Fleischauge, bitte? Да. Вот ведь как грустно все выходит. Meine Informationen könnten nützlich für dich sein, Stalker. Oh, keine Ahnung, aber Fleischklumpen können wir mal geben. Gibt auch wieder ein bisschen Kohle. So, Auftrag, Artefakt, Fleischknoten. Bin dabei. Ich bin hier wegen des Auftrags. Wir haben Forschungsmedikit zu 2500. Ja, passt. Danke dir. Und auf geht's wieder. Ich sagte, komm rein. Nein, ich geh raus. So, mal kurz das Inventar schauen. Den Anzug haben wir an, das ist gut. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt zwar nicht so gut gepanzert, aber da das ja einen geschlossenen Atemkreislauf hat und das alles, das dürfte dann doch funktionieren. Gucken wir es mal, ansonsten müssen wir uns eben den Ökologenschutzanzug holen. So, also mal wieder Gas hier zurück. Ja. Immer schön laufen, 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 laufen. Was ist mit dem eigentlich? Ist der tot? Der ist tot. Warum ist der tot? Hey, Leute, der ist tot. Ich glaube, der hat sich tot gesoffen. Mann. Ja, kann schon mal passieren. So, wieder rum um die Kurve und dann wieder rein ins Gebiet. Und dann auch wieder die innere Zone. Und bis gleich. So, ach. Und nochmal das Fernglas weg hier. So, dann wieder hier weiter. Und wieder in die innere Zone. Ja, und ich glaube, das strahlenabsorbierte Artefakt, das werden wir uns da gleich mal anlegen. Eventuell gegen das Ausdauer-Artefakt austauschen. Die Lebensenergie würde ich ungern eher hergeben. So. Trollalalalalala. Ach, sind wir eigentlich eh schnell unterwegs da. Doch gar nicht mal so schlimm. Standbild.
Ja, hin und wieder die obligatorischen Ruckler, die müssen schon sein. Ja, was schießen denn die hier wieder rum? Ihr könnt auch nicht mal entspannen. So, ach, die haben wir schon alle ausgeräumt. Aber die Schweinchen hier, die könnten... Ja, die haben doch noch was dabei. Das ist ja sehr schön. Da hinten liegt auch noch so ein Schweinchen. Hat das auch noch einen Fuß? Nein. Gut, aber wenn das schon sowas dabei hat, willst du hier sowas kaufen, du? Ja, bleib mal stehen hier. Ja, und du? Willst du was kaufen? Nee. Willst du was kaufen? Schweinefuß? Auch nicht. Irgendwer spielt da mit der Gitarre, der will sicher was kaufen. Ein Schweinefuß. Magst du was kaufen? Du? Willst du was kaufen? Nee. Will keiner mehr was kaufen. Verdammt. Ja gut, dann gehen wir es eben das nächste Mal dem Wirt. Dann ist auch wieder gut. So, rein in die innere Zone. Nächsten Level betreten. Jawohl. So. Ah, jetzt hat er schon wieder das Fernglas in der Hand. Das ist schon mittlerweile so ein kleiner Running Gag, kommt mir vor. Lalalala. 760 Schuss haben wir mit. 790, wenn man es genau betrachtet. 30 haben wir ja im Magazin. So, ich werde hier gleich mal austauschen. Gehen. Achso, der hat das Falsche abgelegt. Wo haben wir denn jetzt? Ach Mann, wir haben das Feuerball-Artefakt wieder draußen liegen. Ja. Oh. Okay, nochmal zurück. Ohne das gehe ich hier nicht weiter. Okay, mein Fail. Meine Schuld. Also nochmal zurück, das Artefakt holen und dann wieder rein. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber kann schon mal passieren. So. Und nächstes Level. So. Artefakt. Ja, vielleicht will er ja hier mein Artefakt kaufen. Willst du mein Artefakt kaufen? Hier, der hat den Schweinefuß. Ja, er will den Schweinefuß. Handeln. Na wunderbar. Hat sich ja gelohnt. So, ich hätte gern mein Artefakt hier. Jawohl, ja. So. Aber das Scharfschützengewehr lasse ich jetzt mal hier. Das brauche ich, schleppe ich jetzt einmal nicht mit. Lasse ich die Munition aber auch hier. So. Gut. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Hier wieder.